wirklich, also ich kann dieses Gefühl gar nicht beschreiben. Es ist so, alle sind aus so einem Schlaf erwacht. Du warst nicht überrascht, weil sozusagen du sagst, der Rassismus in den USA ist sowieso schon so krass, oder du warst nicht überrascht, weil Rassismus schon so lange herrscht? Beides. Okay. Beides. Es gab Fälle davor, die ähnlich ausgegangen sind, wo jemand eben durch einen Polizisten erstickt ist. Das ging auch auf Facebook rum. Da gab es auch einen Aufschrei und es ist nichts passiert. Ja. Und die Tatsache, dass jetzt was passiert, ist irgendwie surreal. Ja. aber ja, einfach zu sehen auf dieser Hamburger Demo, wie Tausende von Menschen einfach da stehen und irgendwie zusammenkommen. Und der Spruch, it's not black versus white, it's everyone against racism, ist bei mir halt hängen geblieben. Okay. Weil das Problem nicht gelöst wird von den Leuten, die eben schon darunter leiden, sondern da wirklich von allen mit angepackt werden muss. Ja, wir haben gerade das Thema Alltagsrassismus aufgegriffen. Ich würde bei dir, Bob, vielleicht einfach mal fragen, was hast du für Erfahrungen mit Rassismus in deinem Leben gemacht, als Kind, aber auch vielleicht auch als Erwachsener? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Also Thema Rassismus als schwarzer Mensch hier in Deutschland. Ich glaube, es gibt keinen Schwarzen, der nicht mit diesem Thema, mit dieser Thematik konfrontiert worden ist. Was mich anbetrifft, ich bin in Ruanda geboren. Ich bin 1995 nach Deutschland gekommen mit meiner Zwillingsschwester zusammen und wir hatten tatsächlich dann das Glück, dass uns eine deutsche Familie aufgenommen hat. Wir sind dann in Siegburg groß geworden, das ist ein kleines Dörfchen, nicht allzu weit hier von Köln. Mhm. Und es war natürlich so, durch den Namen, also ich heiße Jansen, also wenn du mich jetzt auf der Straße triffst, würdest du jetzt nicht annehmen, dass ich diesen Namen mit mir trage. Ja. Die waren natürlich in aller Munde. Das war natürlich das absolute Highlight. Ja? Also Kinder aus aller Welt. Ich muss dazu sagen, meine Eltern haben sehr, sehr viele Kinder adoptiert. Wir haben zu Hause mit, 14 Geschwister habe ich. Ja? Das heißt, wir waren 16 Menschen unter einem Dach. Wahnsinn. So, und ist natürlich so, wenn du in so einem kleinen Dorf zu den Jansens gehört hast, warst du eher, ich sag jetzt mal, privilegiert. Ich konnte eigentlich ohne viel Rassismus aufwachsen. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin geborgen und ich muss mich nicht erklären, ich muss mich nicht rechtfertigen. So, und das Ganze hat sich gedreht, als ich diese Blase verlassen habe. Ja. Das ist, als ich dann entschieden habe, dass ich NRW verlasse, um mein Studium anzufangen, dann bin ich nach Hamburg gezogen. Okay. So, und da war ich natürlich eine andere Person. Da war ich nicht der Sohn von den Jansens, sondern ich war ein ganz normaler Afrikaner. Habe zu der Zeit, als ich mit dem Studium angefangen habe, auch Rastas gehabt. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil ich wollte dadurch auch ein bisschen polarisieren. Innerlich war ich deutsch. Mhm. Äußerlich wurde ich natürlich als Drogenhändler, Verbrecher immer so wahrgenommen. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich immer in der Stadt oder in Hamburg im Park angesprochen wurde darauf, ob ich Marihuana dabei habe. Und da wirst du das erste Mal tatsächlich mit dem Thema Rassismus konfrontiert. Ja. Das heißt also innerlich fühlst du dich als Einheimischer, als Deutscher, als deutscher Bürger, als deutsches Kind. Mhm. Und äußerlich wirst du anders wahrgenommen. Ne? Ja, einmal kurz zu deiner Kontrolle, wenn ich das richtig definiere, ist das eigentlich Racial Profiling, richtig, Blaise? Genau, ganz genau. Wenn er anlasslos kontrolliert wird, also kein konkreter Verdacht für die Kontrolle in der Situation bestanden hat, dann ist das eine Racial Profiling-Kontrolle, wenn sie ausschließlich aufgrund seiner ethnischen Herkunft erfolgt ist. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, Racial Profiling? Also die Polizei hat die Möglichkeit, in Deutschland anlasslos zu kontrollieren, und zwar insbesondere dann, wenn sie Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz feststellen möchte. Das ist dann insbesondere in der Region um den Hauptbahnhof beispielsweise möglich, aber auch in der Deutschen Bahn oder auch an Flughäfen natürlich. Und sogenannte Racial Profiling-Kontrollen sind verboten. Die Verwaltungsgerichte haben in Deutschland entschieden, dass das rechtswidrig ist, wenn man ausschließlich aufgrund eines ethnischen Merkmals jemanden kontrolliert. Aber es wird in der Praxis nach wie vor gemacht. Da habe ich ganz viele solcher Fälle und ich erfahre es ehrlich gesagt auch selber. Nämlich dann, wenn ich nicht in meiner Berufskleidung dem Anzug rumlaufe, sondern halt in meiner Freizeit nach dem Sport mit Sneakern und einem Hoodie schnell mal kurz die Bahn kriegen möchte am Hauptbahnhof, dann werde ich auch regelmäßig kontrolliert. Dann verpasse ich erstens die Bahn und zweitens ist halt der Ton schlicht und einfach auch unheimlich unhöflich, wie so eine Racial Profiling-Kontrolle halt stattfindet. Hast du schon mal Racial Profiling selber erlebt? Oh, ja. Also es ist ja, nach 9/11 gab es keine Herkunftsgruppe, die mehr im Fokus stand als meine Herkunft, also sprich der Nahe Osten. Wir waren sozusagen dann plötzlich von heute auf morgen das Aushängeschild von Gewalt, Mord, alles was negativ ist, waren wir plötzlich. Und zwar immer die erste Frage war, bist du Türke?
pre-9-11. Und ab 9-11 war es dann plötzlich, bist du Moslem. Dann war es eigentlich egal, ob Türke oder Libanese oder... Und dann war plötzlich, wurde dann der gesamte Nahe Osten. Und dann, also ich kann gar nicht sagen, wie oft ich zufällig an Flughäfen rausgesucht werde, also Flüge in Europa, es gibt ja den Schengen-Raum, dann muss man eigentlich keine Passkontrolle mehr durchführen, aber ich werde immer, mein Pass wird nicht nur genommen, der wird immer runtergenommen, da wird eine Überprüfung gemacht und dann habe ich direkt auch gefragt, ich so meinte, warum werde ich jetzt raus? Und dann meinten die, ach, das ist Zufall. Und dann stehe ich in diesem Raum und dann ist neben mir eine Frau mit Kopftuch, daneben ein Mann, der, würde ich sagen, indisch aussah und daneben ein Araber. Und dann dachte ich mir, okay, aber warum ist denn nicht zufällig eine weiße Person hier drin? Ja, du hast gerade gesagt, Blaze Racial Profiling ist eigentlich verboten. Mhm. Wir hatten jetzt die Debatte mit Horst Seehofer, dass er eigentlich gesagt hat, Racial Profiling ist verboten, also gibt's das auch nicht. Jetzt sagt Misha, aber wenn er am Flughafen ist und 9 Menschen in einem Raum sind, die kontrolliert werden und da ist keiner, der weiß ist, beziehungsweise hellhäutig, wie kann das sein? Also erst